habe das Gefühl, ich bin zu Fuß schneller, als wenn ich Zug fahre, ehrlich gesagt. Gut, dass ich über die Gleise laufe. Und dass es dafür keinen Ärger gibt, ne? Wenn man bei Rot über die Straße geht, gibt es Ärger. Aber nicht, wenn man über Schienen drüber läuft. Was ja eigentlich viel schlimmer ist. Ehrlich gesagt. Hallo? Hast du eine unfassbar scharfe Chilischote gefunden? Höllapenno. Das ist... Man kann regelrecht sehen, wie scharf sie ist. Mal probieren. Scharf, scharf! Das ist es. Das ist das Feuer, das ich gesucht habe. Oh, meine Zunge brennt so heiß wie mein Uhrmacherherz. In Ordnung, warte kurz. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Nein! Oh, hat's geschafft. Oh, ich dachte, er will was von mir. Schon, das ging schnell. Ha, das liegt an der Leidenschaft meines Uhrmacherherzens. Schau dir dieses Kunstwerk an, in das ich all meine Energie gesteckt habe. Ich nenne sie die erstklassige Uhr. Hier, nimm sie als Andenken. Dankeschön. Was? Sind Sie sicher? Sie haben so hart daran gearbeitet. Ich bin mir sicher. Als Dank dafür, dass ihr mein Herz in Brand gesteckt habt. Danke, dass... Dank euch konnte ich heute eine gute Tat leisten. Herzlichen Dank. Man kann das Feuer förmlich spüren, mit dem er daran gearbeitet hat. Ich habe gehört, dass ich ein starkes Gefühl auf ein Objekt übertragen kann. Vielleicht war Karl auf der Suche nach einer Uhr wie dieser. Er hat wohl geplant, das als Grundlage für seine Yokai Watch zu benutzen. Wir haben eines der Teile gefunden. Gute Arbeit, Miri. Ach ja, ich gebe dir auch die Chilischote zurück. Sie war so scharf, ich will eine Weile nichts Scharfes mehr essen. Wisper, was sollen wir denn damit machen? Sie erstmal aufbewahren, denke ich. Er hat mir eine angebissene Chilischote zurückgegeben. Toll! Yay! Quest abgeschlossen. Und ein Schwert oder ein Schild? Plus Stärke oder plus Abwehr? Nur für Rang D und E, okay. Na gut, nehmen wir es trotzdem mal mit. Umgeschwert? Oh. Gut. Okay, dann machen wir uns mal an die nächste Quest, die hier gleich anscheinend dahinter ist. Ach nein. Ach, die beiden, die sich da streiten, sind meine Eltern. Sie hören einfach nicht auf, sich darüber zu streiten, wo wir leben sollen. Scheint nicht schlimm zu sein. Kannst du sie ablenken, damit sie aufhören? Der Umziehblues, na gut. Puh, danke. Ich warte einfach hier. Okay. Ich nehme erstmal das, was in eurem Garten liegt. Eine kleine Kugel. Ja, eine XP-Kugel. Sehr schön. Die Stadt ist das perfekte Umfeld, um eine junge Frau großzuziehen, oder? Wir ziehen in die Stadt und damit basta. Wie kannst du so etwas sagen, wenn wir eindeutig aufs Land ziehen sollen? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo der Lebensmittel... Was glaubst du, wer du bist? Wir besprechen ja gerade etwas Privates. Ja, hat man dir nicht beigebracht, dass es unhöflich ist, andere zu stören? Na, tut mir leid. Wie kindisch von Ihnen, vor Ihrer Tochter so zu streiten. Miri, spürst du das? Das ist ein starker Joker in der Nähe. Oh, warum musst du nur so sein? Kennt deine Sturheit denn keine Grenzen? Was fällt dir ein, mein Verhalten zu kritisieren? Du nörgelst doch unentwegt. Das sind Mama Aura und Papa Blitzig. Sie sind Ehegarten-Yokai. Sie sind verheiratet? Ist das denn... Moment mal, die beiden streiten auch? Du hast recht. Ich frage mich, ob ihr Einfluss den Streit der anderen ausgelöst hat. Dabei weiß jeder, dass diese beiden Yokai die größten Tutteltauben sind. Ach, könnte es sein, dass noch ein Yokai in der Nähe ist? Yokaiception. Noch einer? Ja, natürlich die. Geht ihr zwei bald? Ich bin echt nicht in der Stimmung. Boah, wir haben es mit einer dreifachen Yokai-Situation zu tun. Warte einen Moment, es ist Christine, ich verstehe. Sie arbeitet mit ihrer düsteren Aura ihre düstere Stimmung. Glaubst du, Christine hat beide Paare zum Streiten gebracht? Ich befürchte schon, ja, das ist recht kompliziert. Was sollen wir tun, Whisper? Gute Frage, ich bezweifle, dass sie sich auf eine Gruppentherapie einlassen. Ich denke, wir müssen es auf altmodische Weise lösen, mit roher Gewalt. Ja, die beste Lösung, Gewalt. Sicher, ich würde mich ungern in gleich zwei Streitereien einmischen. Manchmal muss man Kampf mit Kampf bekämpfen, so bizarr das auch klingt. Kämpfen wir jetzt gegen alle drei? Nein! Nein! Okay. Okay, Attacke. Uhr. Ich kann die Uhr lesen. So.
Hey, na, wenn das mal nicht gezählt hat. Attacke! Mal gucken, was der, wie stark der so ist. Aha. War nicht ganz so gut. Okay. Aber 87 ist, glaube ich, schon... Boah, ist Pfanne schon down gegangen? Pfanne ist meine Güte. Das ist nicht sein Ernst. Pfannes hält einfach nichts aus. Was ist los mit dem? Habe ich die Quest zu früh gemacht? Bin ich zu schwach für diese Quest? Oh, das trifft beide. Ja, Temportalex. Temportalex ist mein neuer Lieblings-Yokai. Level up. Schade. Wann entwickelt sich denn Pfannes noch gleich? Oh, ich bin froh, dass wir sie zur Besinnung bringen konnten. Nun ja, die Eltern des Mädchens sollen sich auch beruhigt haben. Mama, Papa, hört mal zu. Müssen wir überhaupt umziehen? Ich möchte hier bleiben. Wirklich? Natürlich. All meine Freunde sind hier und auch all meine Erinnerungen. Huch, wenn ich so nachdenke, vereint unser Ort das Beste aus beiden Welten. Es tut mir leid, mein Schatz. Wir haben deine Meinung gar nicht bedacht. Wie wäre es, wenn wir die Umzugspläne fürs Erste auf Eis legen, Schatz? In Ordnung. Unfassbar, wie stur wir beide uns verhalten haben. Also, bleiben wir hier? Ich kann weiterhin mit all meinen Freunden spielen? Scheint, als gefalle die dritte Option allen am besten. Und noch dazu ersparen sie sich das aufwendige Packen. Ja. Ja, es ist schön zu sehen, dass die ganze Familie glücklich damit ist. Yay! War meine Quest erledigt. Ich bin stolz auf uns. Der umzieht bloß. Sehr erfreut. Ich bin auch sehr erfreut. Ich wollte eigentlich was trinken, aber jetzt muss ich atmen. So, jetzt ein Level up. Oh, yes. Fast alle außer Temportalex. Bambussprossen. Und eine Bonusszene. Eine neue? Ja. Hä? Wie langweilig. Was war das für eine langweilige Bonusszene? Ein Temportalisman, okay. Gut, dann schauen wir jetzt erstmal nach. Yokai-Orte. Okay. Quest. Was macht Yokai-Orte? Wurde mir bestimmt erklärt, ich weiß es noch nicht. Was ist das? Achso, ah. Der Yokai-Watch-Prototyp, der ist mit. Ja, Schrein am Waldberg. Na gut, da gehen wir mal hin. Das weiß ich, welcher das ist, glaube ich. Das ist der hinten, da wo ich wohne, hinter der Schule, ne? Dann laufen wir da. Oh. Hey, warte! 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 Ah, da hat er sich versteckt. Was es wohl Schönes gibt? Ich sehe nichts. Ein Yokai ist aus der Schatzke. Toll. Ich dachte, ich kriege ein Item. Felix. Er ist süß und gruselig. Der sieht aus wie etwas, das unter meinem Bett liegt. Wie so eine... wie so ein Staubding. Süß. Und ein bisschen wie Spoink. Also das Pokémon. Okay, Attacke. So, Pfannes, bevor du wieder down gehst. Attacke! Oh, das Essen ist schon down. Tschüss. Gewonnen! Yes! Das gibt aber, glaube ich, kein Level Up. Aber Pfannes hat seine Ulti-Seele stärker bekommen. Wer war da nicht drin? Mann, voll die Verarsche. Okay. Wow. Das ist ja unheimlich. Ist das unheimlich? Okay. Okay, wir haben das irgendwie überlebt, würde ich sagen. Aussehen wir jetzt gleich, wie die Schule früher aussah. Cool. Ja, nicht so viel anders. Ein bisschen kleiner, glaube ich. Okay, wir gehen jetzt zum Schrein und suchen das zweite Teil für die Yokai Watch. Was wir danach machen, wie wir meinen Opa finden, weiß ich jetzt auch nicht, aber lass uns erstmal alle Teile für die Yokai Watch suchen.
Wird schon passen. Karls Notizbuch zufolge müsste das benötigte Teil für die Yokai Watch hier irgendwo sein. Aber ich kann nichts in der Art entdecken. Ha, ich spüre einen Yokai in der Nähe. Miri benutzt eine Yokai Watch. Okay. Attacke Yokai Watch. Hallo? Hallo? Ich dachte, ich wäre direkt davor gestanden. Hier wird's weniger. Hier wird's auch weniger. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Es leuchtet auch nirgends. Ah, doch, hier. Da stand ich doch direkt. Koma-san oder so. Yokai gefunden. Hi. Komajiro, ja? Die Art war schon mal richtig. Hast du meine Spir... Ach du meine Spiralen. Kannst du mich etwas sehen? Ja, klar und deutlich. Ach du meine Spiralen. Sag mal, kennst du jemanden, der Karl heißt? War er hier? Karl? Mein Gefühl sagt mir, dass ich ihn kenne oder auch wieder nicht. Ach, jetzt fällt mir ein. Der Brief meines Bruders. Ich glaube, in dem Brief, den ich vorhin bekam, stand dieser Name drin. Wirklich? Kann ich den Brief mal sehen? Aber klar, eine Sekunde. Also hast du ihn? Ich kann ihn nicht finden. Was? Oh, ich muss ihn an der Fuchsstatue bei der Ladenpassage verloren haben. Er ist mir wohl aus den Händen gefallen, als ich an meinen Bruder gedacht habe. Du hast ihn fallen gelassen? Ha, tut mir leid. Würdest du ihn für mich holen gehen? Ich denke, wir sollten ihm helfen. Lass uns den verlorenen Brief finden. Ja, na gut. Miri hat eigentlich gar keinen Bock, irgendjemand zu helfen. Aber sie muss. Sie wird ja quasi gezwungen. Okay. Wo muss ich eigentlich... Ladenpassage. Das ist... der Ort unter meinem Wohnort. Oh, guck mal, da liegt irgendwas oben drauf. Oh, schon wieder ein zähes Bonbon. Oh, wird es langsam Nacht? Was tue ich jetzt, wenn es Nacht wird, wenn ich in der Vergangenheit bin? Was soll ich tun? Hilfe? Ich weiß es nicht. Wir hoffen einfach nur, dass nichts Schlimmes passiert. Aber es wird was Schlimmes passieren bei meinem Glück. Zug, Zug, Zug. Fast hat er mich umgebracht. Ach, ist das klein. Süß. Hier. Hier bin ich richtig. Dachte ich. Doch, hier. Nein! Ein Yokai. Hi. Zuberzunge und Solitärna. Zuberzunge. Okay. Los! Ich hoffe, greift der Alan. Da ist Pfanne schon wieder fast down. Dass sich uns kein Yokai mehr in letzter Zeit angeschlossen hat, ne? Würde bitte mal jemand Pfannes heilen? Der ist fast tot. Tuba-Zunge. Ja, danke schön, Petzmeralda. Das musst du dich nur noch selber heilen, eigentlich. Okay. Wieder kein Level Up. Schade. Schade, wäre schön gewesen. Da ist ein glitzerndes Ding. Eine kleine Kugel. Na gut. Ah, da ist was eingeklemmt. Komasans Brief. Ah doch, hat er was mit Komasan zu tun. Oh, das muss der Brief sein, den Komachiro fallen gelassen hat. Lass uns ihm den Brief wiedergeben. Er wird sich sicher freuen. Yay, und zurück. Oh, nein! Da ist eine Kiste. Die will ich. Jetzt sind wahrscheinlich die Yokai neu gespawnt, aber egal. Ein Schutzamulett. Sieht aus, als könnte man das essen oder so, als wäre das so ein Stück Kuchen. Ich glaube, ich gehe oben raus. Ich denke, das ist der schnellere Weg. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. So. Auf, zurück zum Waldberg. Und ich habe immer noch kein Fahrrad. Wieso habe ich noch kein Fahrrad?
Das ist echt traurig. Oh, das ist ein schickes Auto. So. Ich bin gerade nicht in der Lage, geradeaus zu laufen. Das tut mir ein bisschen leid. So. Ich habe das Gefühl, ich bin hier vorhin schon mal lang gelaufen. Aber kann mich auch irren. Nein, Miri, lauf. Nicht schlapp machen. Ups, okay. Nein, es war zu steil für Miri, es war zu steil. Okay. Gut, dann geben wir mal seinen Brief zurück.